Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Strategic Command American Civil War. Und ich mach's kurz, wir drücken auf den roten Knopf und schauen uns an, was die Konföderierten sich noch so einfallen lassen. Momentan fühle ich mich relativ relaxed. Ich stand hier schon mal deutlich mehr unter Druck und bin dementsprechend auch sehr gespannt, ob es die KI schafft, mich nochmal an der einen oder anderen Front in Schwitzen zu bringen. Unsere Einheiten bewegen sich nach Key West. Unruhen in Kentucky. Die Kontrolle der Union über Fort Pulaski blockiert den Zugang nach Savannah. Genau. Die Powhatan hat Schaden durch hohen Seegang erlitten. Unsere Fregatte hier. Scharmützler Stufe 1. Da muss ich mal schauen. Ich glaube, das hilft uns bei der Demoralisierung des Gegners. Was wichtig wird, denn umso mehr sich die Konföderierten jetzt eingraben, umso mehr müssen wir sie auch erstmal demoralisieren, um sie aus ihren Stellungen werfen zu können. Also es gibt ja mehrere Faktoren, die das Kampfgeschehen bestimmen. Generelle Versorgung, Moral, Bereitschaftsgrad und natürlich auch, ja gut, Moral hat man schon. Schiff versenkt hier. War nicht anders zu erwarten. Und hier in Virginia gehen die Konföderierten weiter in den Rückzug. Das überrascht mich doch auch sehr. Dafür wird es jetzt in West Virginia immer enger. McClellan ist mittlerweile auf Stufe 5, war der letzte Runde auch schon auf Stufe 5. Ich glaube, da war er noch 4. So, hier geht's auf die Armee von McDowell. Ah, ne, McDowell war das mit 4. Tatsächlich starten jetzt die Konföderierten gerade noch in dieser Runde nochmal relativ viele Angriffe. Hier unsere Division in Virginia. Versuchen sie unsere Kavalleriedivision, Brigade rauszubekommen. Jetzt bin ich gespannt, ob die Kavalleriebrigade hier das noch überlebt. Könnte eng werden. Na, passt. Arizona wird auch immer mehr zum Unionsgebiet. El Paso ist nur eine Frage der Zeit. Für die Konföderierten geht es jetzt eh wahrscheinlich darum, möglichst bis 65, bis zum Ende des Spiels, möglichst viel zu halten, möglichst viele Punkte noch zu gewinnen, würde sagen, um einen Unentschieden rauszuholen. Jetzt kommt mein Hund. Hallo Ida. Feinkontakt. Boah, minus 4 hat es dem Gegner gegeben. Sieht fast danach aus. Apachenkrieg überfallen Siedlungen in New Mexico. Noch weniger Versorgung. Gut, da haben wir es eh nicht eilig. Fort Pulaski-Blockade. Und unsere Konvois. Störung der Konvois. Ottawa Kanone ist versenkt worden, den Rest haben wir ja gesehen. Wir bekommen eine Division, zwei Divisionen, unser und ein Chor. Zwei Divisionen, ein Chor und unseren Monitor. Fangen wir gleich wieder in New Mexico an. 1 zu 1. 1 zu 0, ne? Das lohnt sich alles noch nicht. Upgrades können wir hier noch keine machen. Wir haben jetzt mal unsere Einheiten hier verstärken. Und auf Vordermann bringen. Aber ein 1 zu 1 können wir schon mal machen. Ich denke, wir ziehen ja mal eine Runde weg, damit ich die Einheiten upgraden kann. Und dann geht es weiter nach Missouri. Und dann müssen wir uns die Lage in Virginia nochmal anschauen. Gut, hier einmal die Kavalleriebrigade verstärken. Ja, da gehen wir jetzt auch von offensiven Operationen erstmal komplett zurück. Und machen erstmal unsere Upgrades. Wie gesagt, hier habe ich es nicht eilig.
Denn der Vorstoß nach Little Rock wird hier über Gainesville, Pocahontas und Batesville erfolgen. Hier unten geht es mir nur darum, ja, feindliche Einheiten zu binden. Jetzt schauen wir mal. Ein 2 zu 2 hier, da greifen wir auch erst nächste Runde an. Da, was können wir denn hier für ein Upgrade machen? Scharmützler. Ja, Demoralisierung von 5%, mehr ändert sich da nicht. Das lohnt sich jetzt derzeit noch nicht. Schauen wir uns mal jetzt hier an die... Oh, an die feindlichen Kavallerieeinheiten rankommen. 1 zu 1, auch hier verstärken wir jetzt erstmal. Und dann sind wir tatsächlich hier auch schon fertig. Das war's. Weiter geht's beim Reynolds. Den wollte ich ja hier runter verlegen. Das heißt, ab sofort haben wir jetzt hier gute Versorgung. Die Upgrades mit Demoralisieren, die mache ich jetzt noch nicht. Hier bräuchte man Upgrade. Poplar Bluff. Wir sehen hier schon, Poplar Bluff war von einem Korps verteidigt. Mittlerweile steht hier bloß noch eine Brigade. Lass uns hier mal aufklären. Ja, wir ziehen da jetzt ran. Eins zu drei. Ja, dann wird hier auch frei. Jetzt schauen wir mal mit unserer Kavallerie. Gainesville wird ebenfalls noch verteidigt. Wir gehen hier weiter an Poplar Bluff ran. Und in der nächsten Runde, denke ich, wird die Stadt hier auch fallen. Wie sieht es mit unserer Versorgung aus in der nächsten Runde? Ja. Wie gesagt, mein Minimum ist 5. Alle Einheiten sind hier mit 5. Ich könnte höchstens hier noch runter verlegen. Dann hätte ich eine Versorgung von 6 in der nächsten Runde. Sehr gut. Das läuft. Ist die Frage, ob die Kavallerie hier noch, wisst ihr was? Ich gehe mit der Kavallerie hier noch ran. 1 zu 2. Ja komm, dann kesseln wir die hier ganz ein. Dann kommen die gar nicht mehr raus. Dann können wir sie auf alle Fälle zerschlagen. Passt. Dann einmal Reparatur, dass wir jetzt endlich hier uns Richtung Süden weiterkämpfen können. Ich frage mich, ob 3 Boote vielleicht auch schon ausreichen. Aber wisst ihr was? Ich probiere es lieber nicht, weil sonst kann ich meinen Angriff wieder vergessen. Aber wir bringen uns jetzt schon mal in Position. Angriff auf das nächste Fort. In der nächsten Runde greifen wir dann hier an, damit wir hier unten, was haben wir denn, die Carondelet Flusspanzerschiff da auch wieder rausbekommen. Weiter geht's mit dem Hooker. Die sind so schwach und haben trotzdem ein 1 zu 5. Wisst ihr was? Ich glaube, ich nutze jetzt die Runde raus. Dann kriegen wir die Einheit vielleicht aus Dresden raus. Oh, 2 eingesteckt. So, damit ist die Stadt Dresden frei. Tja, mit wem ziehe ich da jetzt rein? Ja, gut, einfache Frage. Hier die Couch-Division wird erstmal noch verstärkt. Infanteriewaffen, Scharmützler, Kundschafter. Wisst ihr was, die Kundschafter lasse ich weg. Und die Einheit müssen wir jetzt ruhen lassen. Aber die können wir verstärken. Okay, das war's beim Hooker. Weiter geht's hier in Kentucky. Auch hier machen wir jetzt erstmal das Upgrade. Zwei zu drei. Gut, das sollte man natürlich machen. Zwei zu zwei. Auch das machen wir.
Dann setzen wir jetzt hier unsere Infanteriebrigade vor die Division, damit da nichts mehr weiter passieren kann. Hopkins will. Zu 1, ja, wir rücken jetzt hier auch rein. Wie ist denn die Versorgung hier? Mittelprächtig, aber ausreichend. Das heißt, wir müssten schauen, dass wir Bowling Green möglichst schnell frei bekommen. 2-2, 2-2. Das wird noch nicht reichen. Müssen wir uns erstmal hier wieder weiter verstärken. Kommen wir auch nicht wirklich weiter hier drüben, gell? Wisst ihr was? Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal auf die Einheiten hier oben, dass wir die bei Columbia rausbekommen. Ziehen wir uns hier wieder zurück. Gut. Viel tut sich da momentan aber auch nicht. Versorgungssituationen. Kann ich eigentlich hier runterziehen? Nashville, ja. Da wird es jetzt Zeit. Neue Einheiten. Wir haben zwei Divisionen. Am Moment, das eine ist eine Marine Division. Ferrero Division. Ich glaube, ich setze sie zum Hooker. Ja. Ich schaue jetzt mal, ob ich die Monitoreinheit hier unten bei New Orleans einsetzen kann. Nee, kann ich nicht. Okay. Dann schauen wir weiter nach West Virginia. 2-0. Ja, da kommen wir nicht ran. Da kommen wir mit den Einheiten nicht ran. Schauen wir uns mal hier die Versorgungssituation an. Haben wir immer eine 5. Ja, wir sehen schon, er kann natürlich hier auch nur, wisst ihr was, die kann ich vom Nachschub abschneiden kann ich sie nicht wirklich. Ich kann höchstens schauen, dass ich jetzt versuche, Lynchburg langsam mal zu schädigen. Da muss ich mit zwei Einheiten ran. Das probieren wir jetzt auf alle Fälle. Dass wir Lynchburg jetzt hier Supply Points abnehmen. McDowell, Corps hier in Lynchburg. Auch hier müssen wir uns jetzt in dieser Runde erstmal ein wenig ruhiger halten. Verstärken wir uns jetzt hier, soweit es geht. Und hier hinten vor allem unser Corps wieder upgraden. Und die Einheit schiebe ich hier nach oben, dass mir keine der Einheiten aus Charlottesville jetzt auf den McDonald geht. Gut. Weiter in Virginia. Nehmen wir die Ballons hier mal raus und erstellen die Einheit hier. Wir machen Upgrades bei der Brigade. Dann nehmen wir Kundschafter mit und wir machen ebenfalls ein Upgrade bei der Brigade. Die werden dann per Schiff verlegt. Die Brennan-Division kommt in Süden runter. Und das Korps ebenfalls. Ach, jetzt habe ich mir. Dann verlegen wir es so. Geht es ein bisschen schneller, büßen zwar Moral ein, aber das kann ich jetzt derzeit noch verkraften. 2-3 haben wir hier im Angriff. 2-4. Ja, das hört sich doch interessant an. 1-2.
Können wir hier eine feindliche Einheit vernichten? Und sogar vorziehen mit der Ares-Division. Fredericksburg jetzt frei. Muss ich natürlich jetzt besetzen. Setzen wir das mal. Eins zu zwei, eins zu vier, auch hier. Bleiben jetzt offensiv tätiger. Culpepper. Null zu zwei. Dann ziehen wir den Banks mal nach. Wie ist denn dann die Versorgung nächste Runde? 6, 7, 6. Hervorragend. Hier unten wird es ein bisschen schwächer. Mit 5 und 4. Ah, komm. Wir ziehen jetzt auch hier runter. Schauen wir, was uns hier niemand in die Flanke stößt. Das war's. Das war's in Virginia. Neue Einheiten. Wir setzen jetzt hier unseren Monitor ein. Und den muss ich jetzt aufstöbern. Ist die Frage, wo er ist. Der feindliche Monitor. Da ist er. Feinkontakt. War zu erwarten, dass wir das nicht überleben. Ah, ich kann ihn ja gar nicht rausziehen derzeit. Der steckt ja noch fest. Mist. Das heißt aber auch, ich setze jetzt hier nochmal ein Kanonenboot ein, um den Ausgang aus der Chesapeake Bay zu versperren. Ja, neue Einheiten. Die Marines. Wo kann ich denn die überall einsetzen? Ich schau mal, ob ich die nicht zufällig auch schon in New Orleans nirgendwo hier zum Einsetzen. Und hier oben in Memphis anlanden. Ist eine gute... Nee, wisst ihr was? Ich möchte Norfolk nehmen. Und ein weiteres Korps. Ist das hier unten ein Korps? Ja. Noch ein weiteres Korps. Wahrscheinlich Richtung Virginia. Wir schauen uns nochmal drüben an, ob wir nicht vielleicht noch mit unseren Korps hier was mehr erreichen können. Nashville und Little Rock sind für mich so zwei Ziele, die sehr wichtig sind. Schaut mal, wir haben natürlich hier in Tennessee ein echtes Versorgungsproblem. Von Dresden rüber nach Nashville ist es lang. Das heißt, wir müssten erstmal Dover nehmen. Ist auch ein recht langer Versorgungsweg. Der Versorgungsweg hier bei Clarksville, Springfield, Nashville runter wäre eigentlich wesentlich natürlicher und besser. Neue Einheiten. Wir stellen noch ein Korps hier oben nach Evansville. Und drücken dann richtig runter. Gut. Vielleicht könnten wir hier bei Norfolk tatsächlich auch Kriegsschiffe der Union in Hampton Roads blockieren, Norfolk. Die Versorgung runterbekommen, wisst ihr was? Gar keine schlechte Idee. Die habe ich jetzt übrigens auch entnommen aus meinem Generalstabs-Chat, der darauf hingewiesen hat. Zu Recht. Führen wir da mal Blockaden ein. Ah, die können nicht so schnell verlegt werden hier. Gut, dann habe ich gesagt, Savannah, gut, ist eh blockiert. Charleston wäre noch so eine Sache, die wir angreifen sollten. Da stören uns aber keine Force. Was ich noch brauche, sind sind hier Gunboats, die uns bei Alabama helfen. Dann verlegen wir die jetzt auch mal nach Alabama.
Und unsere Marines hier haben jetzt die Stadt Madison eingenommen. Verstärken wir hier. Zwei zu null in Port Hudson. Komme ich jetzt hier auch nicht durch, gell? Hudson mit 10. Ja, dann probieren wir mal. Nee. Da komme ich nicht durch. Ah, Moment, es war ein Schmarrn. Ich ziehe die wieder runter. Ich muss die in der nächsten Runde hier einfach mal aufstocken. Da steckt man jetzt gerade ein bisschen fest. Ja, wir kommen dann von Norden auch noch runter. Das wird schon werden. Auch hier müssen wir jetzt natürlich Einheiten ranführen. Ja, die Kanonenboote können sich natürlich nur entlang der Küste bewegen. Was haben wir denn hier? Bewegen wir nach Key West. Nach Fort Pickens. Wo ist Fort Pickens? Fort Pickens, okay. Dann können wir quasi den Shortcut hier benutzen. Fort Pickens. Die beiden Schiffe werden ebenfalls nach Süden verlegt, zu den Keys. Dann kann man die runterziehen. Nö, läuft. Viel Geld zum Ausgeben haben wir nicht mehr. Dafür kriege ich auch nicht mehr meine Division, oder? Ne, zumindest keine ausgerüstete. Dann steckt man doch den Rest nochmal lieber in die Forschung. Produktionstechnologie ist eh bald fertig. Da brauche ich gerade nichts reinstecken. Marinewaffen. Letztendlich dominiere ich eh die See. Da brauche ich auch nicht viel. Auftriebstanks, U-Boote brauche ich nicht. Bewaffnete Züge. Letztendlich, die Züge bringen mir momentan auch nicht wirklich viel. Amphibische Kriegsführung. Marinetaktiken. Kavallerietaktiken. Steckt man da mal Geld rein. Kavallerietaktiken. Kann man sogar zweimal machen. Gut. Das war's fürs Erste und ja, wahrscheinlich muss ich mal wieder in die Brigaden. Kann ich eh keine mehr kaufen, habe ich genügend. Die Osage könnten noch Infanterie-Kavallerie bauen. Schauen wir mal. Also diese Runde denke ich, nee. Also ich denke schon, aber ich denke, da muss ich jetzt nichts mehr machen. Da sind wir fertig. Ja, wisst ihr was? Ich brauche eigentlich noch Flusspanzerschiffe, gell? Ich brauche Einheiten. In New Orleans kann ich allerdings keine Einheiten aufstellen. Egal, die Runde ist vorbei. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Ausgabe. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit reinschaut. Ja, und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut. Ciao, pfiat euch, Servus.